Ja, während gerade die Große Koalition über das neue Klimaschutzpaket abstimmt, kam es gestern bei Markus Lanz in der Sendung zu einem Versprechen von Philipp Amthor. Philipp Amthor versprach, heute auf seinen Instagram-Kanal das Rezo-Antwortvideo hochzuladen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gestern verfolgt habt, aber in der Sendung von Markus Lanz versprach gestern Philipp Amthor, der CDU-Politiker, dass er sein Rezo-Antwortvideo, wovon ja viel diskutiert worden ist im Umfeld und im Vorfeld, endlich veröffentlichen will. Ja, und um dieses Video wurde ja ein ganz, ganz großes, spektakuläres Geheimnis gemacht. Und deswegen war ich genauso gespannt auf dieses Video, dass es heute endlich rauskommt, weil im Vorfeld wurde so viel darüber erzählt. Man habe da so viel reingepackt an Informationen, die das entkräften, was Rezo in seinem Video sagt. Und ich finde auch, Philipp Amthor hat ja rhetorisch durchaus vielleicht mal ein bisschen was drauf. Und deswegen hätte ich mich, glaube ich, sehr auf ein interessantes Video gefreut. Und das, was dann kam, war einfach dieser Ausschnitt hier. Ich zeige ihn euch einfach mal. Zerstörung der CDU? Ja, lol, ey. Hi, Rezo, du alter Zerstörer. Du hast ja dieser Tage ein So, genug Schabernack. Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich jetzt hier mein Rezo-Antwort-Video poste. Statt alter Videos gibt's auf meinem neuen Instagram-Kanal nur neue Videos, weil ich Lust auf Debatten und auf Sachthemen habe. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Der Zusammenhalt unseres Landes, Umgang mit Populismus, Vertrauen in den Rechtsstaat, Antworten auf den Klimawandel. Ich will mit euch darüber diskutieren, für meine Meinung werben und wissen, was liegt euch am Herzen. Also, wenn du dich für Politik interessierst, folg mir auf Instagram. Ja, und es kam einfach nichts. Ja, es wurde einfach richtig viel versprochen und es kam dann gar nichts. Ja, egal. Philipp Amthor hat jetzt seinen neuen Instagram-Account. Darauf wollte er wahrscheinlich hinausziehen, dass er richtig viele Follower bekommt. Aber ich weiß nicht, warum er direkt mit einem Shitstorm starten möchte, weil ich glaube, es wäre interessant gewesen, das Video mal wirklich in voller Länge zu sehen, falls es das überhaupt gibt, also falls es überhaupt über ein Intro hinausging, weil es wahrscheinlich sehr schwer war, die mit Fakten basierten Sachen von Rezo zu entkräftigen. Aber egal, ich frage euch mal, was haltet ihr von diesem Antwort-Video in Anführungszeichen und was haltet ihr von der Rezo- und Amthor-Affäre, also auf wessen Seite steht ihr, welche Gründe sprechen für die eine oder für die andere Seite, oder ich denke, es gibt für beide Seiten durchaus Gründe, deswegen schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.